Guten Morgen, Tag 2 unserer Reise durch den Norden von Deutschland. Heute geht's in den Zoo Hagenbeck und dabei wünschen wir euch viel Spaß. So, ein kleines Zwischenfazit vom Zoo Hagenbeck. Ein sehr schöner Zoo. Es ist vielleicht ein bisschen zu warm für die Tiere. Die Raubtiere waren so gut wie gar nicht zu sehen. Die Löwen habt ihr ja eben im Bild gesehen.
lagen auch nur rum. Gut, die schlafen 16 Stunden, 20 Stunden. Nichtsdestotrotz, ein sehr schöner Zoo. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen, da der Zoo ja auch in privater Hand ist. Der einzige in Deutschland, der privat geführt wird. Von daher kann man echt sagen, Daumen hoch, toll. Ja, wir werden jetzt noch ins Tropenaquarium gehen. Da wird es jetzt auch noch ein paar Bilder von geben. Tropenaquarium und auch raus aus dem Zoo.
denn der macht in den nächsten 10 Minuten zu. Das heißt, wir waren heute 8 Stunden im Zoo. Ja, so in etwa. Zum Tropenaquarium, ein wunderschönes Haus, sehr viele Tiere, Schlangen, riesige Pythons, grüne Mambas, Königskobras. Was hatten wir noch? Verschiedene Echsen, wir hatten die Fledermäuse, wir waren im Aquarium mit vielen Haien, mit Rochen. Echt toll, also ein richtig schönes Tropenhaus oder Aquarium, absolut klasse, wirklich zu empfehlen. Der ganze Zoo, echt schön, kann man echt nur sagen, Daumen hoch. Für jeden was dabei. Wir werden jetzt heimfahren, dann was essen. Und dann werden wir heute Abend nochmal in die Speicherstadt gehen und werden das Schloss fotografieren und filmen. Vielleicht werden wir noch ein Tutorial drehen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns später.